Kian ist es. Kian ist es. 100%. Habt ihr gesehen, wie der gerade stehen geblieben ist? Und dann gingen plötzlich die Lichter aus. Kian ist es. 100%. Piep. Hi, ich bin Linus und ich hoffe, ich wünsche mir sehr doll, dass ich nicht wieder als erstes umgebracht werde, jede Runde. Linus wurde als erstes getötet. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Linus! Ich war gerade in der Nexus-Pill, da haben wir euch Linus wieder tot. Piep! Ich freue mich auf das nächste Video, ich werde nie Imposter. Bruder, gönn mir doch den verdammten Imposter! Einmal! Mann! Einmal! Meine Fresse, das kann doch nicht so schwer sein. Mann! Ich fick dieses Spiel! Ich hoffe, dass das nicht kommen wird. Piep! Och, Digga, was war daran denn zu fest? Mein Gott. Kenn ich von mir. Piep. Hello there. Janis. Ich werde auch skippen, aber... Mann, ist es Niklas! Baute den raus! Ich sehe nur gerade, dass Lukas sich im Stream mega aufregt. Piep. Okay, jetzt meine Version der Geschichte. Oh, irgendein... Oh, Alter. Alter. Beruhig dich erstmal. Alter. Piep. Digga, nerv jetzt nicht, Mann. Ja, das kann doch nicht sein. Mann! Digga, das kann doch nicht sein. So. Drei Leute, die versuchen, Lights zu fixen. Luca, wie lange haben wir eigentlich da an diesen Lights rumgefixt? Warst du das? Boah, das hat so lange gedauert. Alter. Piep. Oh nein! Piep! Mann! Ey, ich streame seit 2 Stunden und ich war noch keinmal war ich Imposter heute. Und wir haben schon mehr als 10 Runden gespielt. Das ist nicht die gleiche Chance. Kann mir keiner sagen, dass es bei 10 Leuten eine 10% Chance ist. Piep! Alle schreiben so, die Luke Crew betet für mich. Leute, betet für was Wichtiges und nicht dafür, dass ich hier Imposter werde. Piep! Ne. Okay, ich weiß nicht, wer es war. Allerdings kam Moritz aus Admin raus und da lag eine Leiche. Und ich bin gerade reingegangen. Ja, das reicht für mich. Ganz kurz, ich war nicht in Admin. Ich stand in der Cafeteria, hab ein Stück Pizza gegessen und bin dann ins Storage gegangen. Und jetzt stehst du gerade bei Storage und machst da deine Tasks. Ich stehe gerade bei Storage und mach meine Tasks. Ich war noch nie in Admin. Das ist ein bisschen sass, Luca, aber... Nee, das ist 100%ig Moritz. Also ich bin reingegangen in Admin. Und da liegt eine Leiche und ich habe direkt auf Reporten geklickt und Moritz kam da gerade raus. Dass, ich war richtig Panik hatte, als wie soll ich, er... Wie soll ich denn in... ich war noch nicht mal in Admin drin. Bro, du warst in Admin, ich hab's doch gesehen, wie du da rausgekommen bist. Nein, ich war nicht in Admin. Ja, okay, das ist gerade blöde Argumentation, wir sagen, doch, das stimmt, nee, das stimmt nicht. Mir ist egal, ja, entweder Moritz oder Skip, also mir ist Swain. Also ich gehe auf Skip, hab ich null, nichts gesehen, gar nichts. Ich war wirklich nicht in Admin. So schnell. Bewahren das einfach im Hinterkopf, dass Luca hat irgendwie Panik gehabt und hat Self-Report gemacht, aber... Ich weiß, ja, das ist ja... Ey, ich... Oh. Ja, weil Moritz noch vorbeigelaufen ist. Ihr glaubt mir kein einziges Mal, ne? Ich hab in der einen Runde Niklas und Linus alleine raus. Wie geht das, Jakob? Kannst du mir sagen, wie das geht? Was? Sorry, was Jungs, nee, ich... Alles gut. Digi, kannst du deine privaten Calls... Das sind keine privaten Calls. Immer mit der Ruhe, okay? Leute, ich weiß, dass es Moritz ist. Für mich ist das relativ klar. Ich wollte ja auch die anderen davon überzeugen. Was anderes hätte keinen Sinn ergeben. Aber die haben mir natürlich mal wieder nicht geglaubt. Moritz dreht jedes Mal um, wenn jemand an ihm vorbeiläuft und so. Also. Ja. Wieso werde ich die ganze Zeit angefeindet? Also für mich ist es zu 100% klar seit der Aktion zu Beginn. Luca, was meinst du am Anfang? Das habe ich nicht geahnt. Da habe ich wirklich nichts gemacht. Hä, hast du die Person in Admin nicht getötet? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich war nie in Admin. Ach so, weil ich habe nur gesehen, ich bin von Storage hochgelaufen in Admin rein und du kamst mir irgendwie da entgegen. Natürlich. Aber schlussendlich war es ja doch richtig dann. Wie kommt ja, schlussendlich war es richtig, aber war übel kacke. Ich wurde dann die ganze Zeit so mega hart verdächtigt. Piep. Luca, der Einzige ohne Imposter wieder. Ey. Ich will eigentlich so lange spielen, bis ich Imposter werde, aber ich glaube, es bringt nichts mehr heute. Ich glaube, es bringt nichts mehr. Also ich hätte Bock auf noch eine Runde, aber ihr seid raus. Ich wäre noch eine Runde am Start. Ich wäre auch noch eine Runde dabei. Ja, auch noch eine. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Mann, ich bin schon wieder nicht Imposter. Oh, die liefen gerade alle.
Ahnung, was ist los? Drin, ja. Was ist los? Einfach nochmal rein. Ja, einfach neu rein. Luca, warst du Imposter? Nee, ich war Crewmate, Digga. Achso. Geil. Stell mal vor, meine einzige Imposter-Runde und dann ist es vorbei plötzlich. Piep. Jetzt, Leute, meine allerletzte Chance. Ich kann froh sein, dass Kieran rausgeflogen ist. Meine allerletzte Chance, um heute Imposter zu werden. Die 25. Runde. Ich bin Crewmate, Digga. Ich hab da gar keine... Sprachen lernen, Bubble. Piep. Ich habe Kieran gerade auf Camps gesehen, wie er Tim umgebracht hat. Reicht für mich. RIP Kieran. Ja, reicht für mich auch. Kieran, du musst doch drauf achten, dass diese Lichter da rot blinken. Ja, das, du musst mal drauf achten, einfach nicht diese Kamera anzumachen. Was bist Kieran du für eine Petze? Kieran hat halt echt eine Möglichkeit, jetzt noch irgendwie sich rauszureden oder so, aber er gesteht es einfach ein. Piep. Ihr seid ja eine nette Community, ihr seid... Oh! Also, es ist entweder... Ja, vor unseren entweder, Augen. Ja. Direkt vor unseren Augen. Luca. Entweder... Alter! Luca. Okay. Ich was sagen, weil ich mit wem? Nee. Jetzt redet kurz keiner. Ich bin da hingelaufen, ich habe alle meine Tasks gemacht. Und der Buddy fällt um. Es ist entweder Linus oder irgendwer anders. Ich weiß es nicht genau. Allerdings ist es auf jeden Fall Linus und die andere Person, weil beide gehen gerade auf mich. Linus ist auch die ganze Zeit schon so mega ruhig. Nein, das kann nicht angehen. Das ist interessant. Also es ist entweder Linus, wer war denn noch dabei? Linus und dann bin ich da gerade hingegangen. Wer hat denn reported? Niklas. Dann sind es Linus und Niklas. Also ich kam gerade aus Medbay raus und dann lag da oben direkt die Leiche. Und ich wollte gerade reporten und dann hat Luca auch reported. Ich habe nicht reported. Aber irgendjemand war da auch noch, ich weiß Niklas, nicht. Niklas, dein Imposter-Kollege. Linus ist safe Imposter. Ja. Linus ist Imposter. Wenn ich mal kurz zu Wort kommen. Jetzt wieder dieses, weil ich so ein guter Spieler bin. Nein. Einmal nicht. Wer war denn da noch? Hallo. Glaub mir einmal. Einmal eine Sekunde. Ich weiß nicht, wer da noch. Irgendjemand war da noch. Ich kam gerade aus Medbay. Egal. Ja, Niklas. Lass doch Niklas jetzt mal ausreden. Lass doch jetzt, Alter. Niklas. Nee, Digga, ich hab reported, probier seit einer Minute zu reden. Ach, Niklas. Ach so, ich dachte. Du hast reported. Ich dachte, Niklas hat reported. Hä, Niklas hat doch reported, oder nicht? Niklas hat auch reported, er hat gerade gesagt, er versucht halt eine Minute zu reden. Niklas, sag mal, was war Sache? Ja, ich bin in Navigation reingekommen und da lag Janis tot. Und dann habe ich reported. Ich weiß nicht, von welcher Leiche ihr gesprochen habt. Nee, wir reden von was ganz anderem. Bei uns war es an Medbay. Medbay lag auch tot. Luca, du hättest auf Report gedrückt, auf Max Dings gedrückt. Weil ich wollte in der gleichen Sekunde auch aufdrücken. Ruhig. Und Max kam genau aus Navigation. Ich kam nicht aus Navigation. Max traue ich tatsächlich nicht, weil... Also, ich der weiß war nicht, wen ich klicken soll jetzt. Einfach mal Linus. Ehre. Ey, Leute, ich weiß, dass ihr das gesehen habt mit Max, aber ich muss da Beweise finden. Ja, Max könnte sein. Wenn er wirklich gewendet ist, dann okay. Aber ich werde... Ja, Max könnte sein.